Ja, servus liebe Shisha-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Smokebuster-Team. Sascha ist heute nicht am Start, dafür haben wir zwei Special-Gäste heute hier. Und um was es genau geht, erfahrt ihr gleich. Ja, genau wie der Tobi schon erwähnt hat, heute sind zwei Special-Gäste da, zum einen die Kata und die Claudia. Ja, bei Tobi ist ja quasi immer unsere Hausbar sozusagen. Da sitzen wir ein wenig beieinander, trinken ein paar Bierchen. Und die waren heute eben auch mit da und haben gesagt, komm, macht mal ein Video mit. Die zwei haben sich jetzt nicht lumpen lassen und sind mit am Start. Ja, ich wundere mich, wir sind jetzt hier ein bisschen leicht alkoholisiert, zumindest ich und Tobi. Nicht wundern, deswegen schon mal sorry dafür. Ja, genau, um was es jetzt genau geht, das zeigt euch jetzt der Tobi etwas näher an der Kamera. Ja, bevor ich näher zu euch rankomme, heute geht es um meinen neuen Tabak. Der ist noch nicht auf dem deutschen Markt und zwar ist das der Hersteller Black Angel. Und hier haben wir die Geschmacksrichtung Sex in the Beach. Und wie das genau ausschaut, zeige ich euch jetzt. Heute geht es um den Black Angel und zwar um die erste Sorte von zwei Stück, die wir auf der Messe wieder in Frankfurt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Sex in the Beach heißt das Ganze. Das hier sind 50 Gramm, gibt es für 3,95 €. Ist wie gesagt noch nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Die OVP ist ja eine Pappdose außenrum und oben und unten ist Blech. An und für sich haben wir hier drauf eben zwei Engelsflügel und sonst ist es eigentlich klassisch wieder hier mit den Warnhinweisen, wie immer jetzt eigentlich. Zum Schnitt. Der Schnitt ist mittelmäßig bzw. geht schon in die feine Richtung. Es sind keine wirklich fetten Äste drin, also es sind zwar dickere Ästchen drin, aber hält sich in Grenzen, die sind sehr kurz und die Blätter sind wirklich sehr, sehr fein geschnitten. Kommt an, ja, 7 Days noch nicht ganz ran, aber geht in die Richtung. Feuchtigkeit ist auch gut eingezogen, wir haben den jetzt schon seit ein paar Wochen offen und schon 2 bis 3 Mal geraucht. Lässt sich gut Kopf damit bauen und ist alles in Ordnung. Ja genau, dann kommen wir gleich zum Setup von den Ganzen. Wir rauchen auf dem Tobi seine Amy Little Hammer mit den Glas-Mola-Fänger, Glas-Kohle-Teller, Sapphire Powerball, Kopfbau habt ihr ja schon im Vorspann gesehen, 4 Lagen Haushaltsalufolie und 3 Black Coca-Cola. Und ja, Sex on the Beach ist ja vielleicht jedem schon bekannt, ist ein Cocktail. Jetzt muss ich kurz ablesen, sorry schon mal dafür, das soll drinnen sein Wodka, Pfirsichlikör, Zitronensaft, Grenadin, Orangensaft und Ananas und ja, klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend. Kommen wir mal zum Geruch von dem Ganzen. Also mir ist es schon von Anfang an auch auf der Messe aufgefallen und es ist auch immer noch so, auch jetzt nachdem der jetzt ein paar Wochen offen ist. Ich finde persönlich, er riecht irgendwie, ja, nach Erdbeeren. Also ich persönlich weiß nicht, wie der Sex on the Beach Cocktail schmeckt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich den mal getrunken hätte. Aber es riecht irgendwie fruchtig, aber hauptsächlich nach Erdbeer. Das ist jetzt das, was ich jetzt rausrieche. Für mich riecht das Ganze, ja, Tobi hat schon erwähnt, so eine leichte Erdbeernote ist vorhanden. Soll ja, wie gesagt, nicht in dem Cocktail vorhanden sein. Ich finde aber auch, man riecht eine leichte, ja, Ananas- oder Orangennote, könnte man vielleicht sich auch noch mit dazu denken. Und ja, ansonsten riecht das Ganze sehr, sehr fruchtig. Riecht auf jeden Fall schon mal ansprechend und macht Lust aufs Rauchen, ja. Also ich habe den Cocktail schon mal getrunken. Ich finde, es riecht jetzt nicht wie der Cocktail. Es riecht aber trotzdem fruchtig und lecker. Also man hat da echt Lust, das zu rauchen. Ja genau, dann kommen wir mal zum Rauch von den Ganzen. Wir rauchen jetzt seit circa, ja, ich würde sagen 15 Minuten, 20 Minuten sowas. Wir haben den Tabak vor diesem Video jetzt schon mal im Tonkopf geraucht, im Tobi sein Amy Standardkopf ist das quasi. Da hat das Ganze etwas besser gequallen, wir rauchen das jetzt wie gesagt auf der Sapphire Powerball. Da ist der Rauch nicht ganz so dicht wie vorher. Tobi, zeig es mal kurz. Ja, es ist ausbaufähig. Es hält sich in Grenzen, aber es ist, also mit Tonkopf ist es auf jeden Fall um einiges besser. Vielleicht haben wir auch ein bisschen zu viel Löcher gemacht, dass die Hitze nicht so ganz durchkommt, aber hitzeverträglich ist er, können wir dazu sagen. Also ja, mit dem Kaminaufsatz und Alufolie dazwischen mit 2 Lagen noch, hat er auf jeden Fall gut Hitze vertragen. Lässt sich auch gut rauchen, drückt nicht, kratzt nicht, wir hatten keinen einzigen Moment, wo es verbrennt geschmeckt hat. Ja. Und ja, dann kommen wir mal zum Geschmack von dem Ganzen und ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten formuliere. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, vor allem wenn man den Cocktail nicht kennt und auch die Inhalte jetzt vom Tabak selber nicht kennt, weil wir haben jetzt keine wirkliche Information über den Tabak.
Und wir machen es jetzt einfach mal so, wie wir es empfinden. Und auf jeden Fall ist schon mal positiv, dass keine Menthol oder Minznote dabei ist. Auf jeden Fall, ja. Und an und für sich finde ich jetzt, kommt diese Erdbeernote, nicht direkt die Erdbeere, die man kennt, wie zum Beispiel beim Lady Smoke oder beim Somo Strawberry Cream oder wie das Ganze heißt, raus, sondern es ist eine dezente, ich würde schon fast sagen Walderdbeer eigentlich, mehr so in Richtung Waldfrüchte. Und ansonsten, man könnte vielleicht noch einen Touch Ananas rausschmecken, aber das wäre es dann auch schon. Also es sind mehr dunkle Früchte im Hintergrund, im Vordergrund steht Erdbeer und vielleicht ein Touch Ananas, je nach Hitze würde ich jetzt das mal definieren. Aber an und für sich ist es eine gute Geschmacksrichtung, lässt sich gut rauchen, und wenn der Tabak jetzt auf dem Markt ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, vor allem bei den 50 Gramm, ja, ich würde sagen, ist von Vorteil, kann man mal probieren, wie das Ganze schmeckt. Wir haben jetzt noch eine Sorte, die wir noch vorstellen werden. An und für sich spreche ich eine Kaufempfehlung aus. Ja, genau, was ich zum Geschmack sagen kann, Tobi hat es ja schon gesagt, die 50 Gramm Behälter finde ich auch sehr, sehr gut. Muss man sich nicht gleich die 200 Gramm kaufen, sondern kann, wie gesagt, schon mal die 50 Gramm kaufen und kann das Ganze mal probieren, ob es einem schmeckt oder nicht. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. 3,95 Euro ist auch ein Preis, den jeder, sagen wir mal, in der Hosentasche hat. Und vom Geschmack her, ich muss dazu sagen, im Tonkopf vorhin war das Ganze noch eine Ecke intensiver, wie jetzt in der Powerball. Vorhin hat es ein bisschen intensiver geschmeckt. Was ich jetzt zum Geschmack sagen kann, an und für sich, ja, diese Erdbeernote, wie der Tobi schon gesagt hat, ich finde auch, das geht eher in die Waldfrucht-Erdbeere rein oder Walderdbeere. Und im Hintergrund hat man noch anderes Fruchtiges. Ich kann das jetzt nicht astrein definieren, sondern es schmeckt einfach fruchtig und meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Also mit den 50 Gramm, wenn der auf dem Markt ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wann der auf dem deutschen Markt verfügbar ist. Das hat der Händler, glaube ich, auch noch nicht so richtig gewusst. Ich denke mal so, keine Ahnung. Ich denke also, der Tabak war hauptsächlich in Thailand, hat er gesagt, verbreitet. Aber die wollen jetzt auf den deutschen Markt kommen. Die haben jetzt auch die ersten Dosen mit deutscher Steuermarke drauf. Und ich habe den auch noch in keinem Shop gefunden. Ich habe ein wenig geschaut, aber es gibt wirklich noch nicht viel Informationen über den Tabak. Ja, ja, so viel dazu. Wie gesagt, die 50 Gramm. Gibt noch weitere Sorten. Die Sorten an sich, glaube ich, waren, der hatte 15 bis 20 Sorten, waren, glaube ich, auf dem Stand in Frankfurt. Und auf jeden Fall der Sex on the Beach kann man sich mal kaufen, kann man mal probieren. Ist auf jeden Fall ein guter Tabak, ja. Genau, und von Vorteil ist auch noch der Zipper, der in der kleinen Dose ist. Der lässt sich wirklich gut auszippen, bleiben auch keine Rückstände drin und von der Feuchtigkeit ist auch überhaupt nicht übersättigt. Also die ist schon von Haus aus wirklich gut eingezogen. Und wir haben den ganz am Anfang, nachdem wir ihn ausgezippt haben, mal geraucht und jetzt mal geraucht. Also das ist jetzt einer der wenigen Tabaks, die die Intensität und die Geschmacksentwicklung im Laufe der Zeit, nachdem man sie öffnet, eigentlich kaum verändert. Also der bleibt relativ konstant bei dem Geschmack, bei dem er wirklich ist. Ja, genau. Also für uns schmeckt der Tabak jetzt mehr fruchtig. Explizit können wir keine Früchte rausschmecken, aber wenn wir jetzt eine definieren müssten, würde es für uns mehr in die Waldbeerrichtung gehen. Genau. Ja. Also wie gesagt, für 3,95 kann man das schon mal reinschnuppern. Ja, also ich rauche ja fast jede Woche mit hier Shisha und ich finde den Tabak echt gut. Und ist bis jetzt auch mit der Beste, wo ich hier geraucht habe. Ja, also Juli und ich mussten kurz ein kleines Geschäftchen erledigen. Solange haben die beiden euch hoffentlich weiter unterhalten. Nochmal danke an euch, dass ihr heute dabei wart für dieses kleine Video. Ja. Und auch nochmal herzlichen Dank an den Hersteller, der auf der Messe vor Ort war und uns das Ganze ermöglicht hat. Wir hoffen, dass wir in nächster Zeit auch noch mehr als die beiden Sorten, die wir jetzt zur Verfügung haben, zum Probieren und Vorstellen bekommen. Ja. Und wenn der Tabak rauskommt, holt ihn euch einfach. Wir schauen einfach, dass, wenn dieser Tabak auf dem Markt ist, dass wir das irgendwie in die Beschreibung packen oder irgendwo als Kommentar ins Video hinzufügen. Bleibt also am Laufenden. Und dann wäre, denke ich, eigentlich alles erstmal zu dem Tabak gesagt. Ist ein guter Tabak. Kauft ihn euch, wenn ihr ihn seht. Und ja. Ja, dann wär's es auf jeden Fall für dieses Video. Wir bedanken uns, wie gesagt, nochmal an die zwei Mädels, die das Ganze mitgemacht haben. Nicht ganz so ernst nehmen, aber ich denke, das hat auf jeden Fall gepasst. Und dann würden wir uns wie immer über einen Daumen nach oben, ein Abo wäre auch cool, freuen.
Und ja, dann denke ich, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Euer Smokebuster-Team ist raus. Sagt bis zum nächsten Mal, haut rein und Servus! Servus.